Ja, wir brauchen alle Geld zum Leben. Nur ist das noch einmal. Ohne Kohle, ohne Knete ist das Leben eine Qual. Und so sollten alle haben, was jeder eben braucht. Das bereichen wie bei Armen stets der Schornstein rauch. Hallo allen von Hartz IV und Hartz IV Betroffenen und Bedrohten und allen, die ihnen beistehen. Es gibt ja immer wieder Situationen und Ereignisse, bei denen wir sprachlos werden, bei denen es uns die Sprache verschlägt. Und wer länger gezwungen ist, in der Schreckenskammer der Gesellschaft namens Hartz IV sich aufzuhalten, verliert die Sprache. Und sei es nur deswegen, weil das Geld für Druckerpatronen fehlt. Von dem Verlust der Sprache handelt das heutige Kapitel. Und es heißt, wie BG 344987 die Worte abhanden kamen. Als sie zum Jobcenter ging, wusste sie, dass Berufe ausgedient hatten. Während sie den Erstantrag auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes ausfüllte, ärgerte sie sich über den bürokratischen Arbeitsaufwand. Gravierender jedoch war der Verlust der Privatsphäre, den sie als Bedarfsgemeinschaft 344987 auch noch selbst zu bewerkstelligen hatte, indem sie sich gezwungenermaßen all ihrer Daten entkleiden musste. Ab nun würde sie jeden zumutbaren Job annehmen müssen. Diese Unfreiheit war hart. Am härtesten allerdings empfand sie die mit alledem einhergehende Entwürdigung. Bald darauf stand sie bei der Armentafel und dachte, das Beschwerlichste am Armsein sei doch das Anstehen in der Schlange der Hoffnungslosen. Auf die erste Zahlung musste sie lange warten. Da fand sie, nichts sei zermürbender als die Angst um die Miete und das Dach überm Kopf. Doch als die Hilfe endlich auf ihrem Konto einging, schien es ihr das Bitterste zu sein, dass das offizielle Existenzminimum nicht einmal für das einfachste Leben ausreicht. 6 Bescheide, 5 Widersprüche, 2 Klagen und 2 sinnlose Maßnahmen später mutmaßte sie, das Ärgste sei doch, um das zu wenige auch noch kämpfen zu müssen. Nach einem Jahr, in dem sie nicht mehr beim Friseur gewesen war, in keinem Kaufhaus und in keinem Café, das haben jetzt schon mehr Leute erlebt, sah sie zum ersten Mal die unsichtbaren Schilder hängen, auf denen stand kein Zutritt für Hartz-IV-Empfänger. Da hegte sie den Verdacht, das Bedrückendste sei das Ausgeschlossensein, und sie suchte das Gespräch mit Freundinnen. Hartz-IV, sagten die, das passt doch gar nicht zu dir. Oder Armentafel, also da gehörst du aber wirklich nicht hin. Und sie fragte, aber zu welchem Menschen gehören denn Armut und Almosen? Zu welchen Menschen passt das denn? Und sie dachte, nichts sei anstrengender, als der Versuch, Fragen mit Gegenfragen außer Kraft zu setzen. Doch als dann die guten Ratschläge auf sie niederprasselten, willst du nicht mal versuchen, könntest du nicht, mach doch einfach, hast du noch nie daran gedacht, da wähnte sie, das Deprimierendste seien hilflose Rechtfertigungsversuche angesichts gut gemeinter, kaum durchdachter und nicht umsetzbarer Ratschläge von wohlmeinenden, aber ahnungslosen Mitmenschen. Doch als ihr die Druckerpatronen ausgingen und sie Anträge und Widersprüche bei einer Nachbarin ausdrucken musste, da war sie sich sicher, das Qualvollste sei der Verlust der Eigenständigkeit. Sie ging nicht mehr in die Sauna, gab das Krafttraining auf und ging stattdessen zum Treffen eines Arbeitslosenclubs. Angesichts fehlender Zähne und unbehandelter Bronchitiden, war das ihre Zukunft? Meinte sie, auf einen schicken Haarschnitt und hübsche Unterwäsche zu verzichten, sei eine Kleinigkeit. Bedrohlich aber sei, wenn das Geld nicht mehr zur Begleichung einer Rezeptgebühr reicht.
Etwas später kürzten die Argen ihr die Mietzahlungen. Nun war ihr das Bitterste die Ohnmacht der Schwachen. Im Herbst darauf wollte ihr Freund sie zu einem Urlaub einladen. Doch die Argen lehnten ihren Antrag ab. Sie habe, zumal sie schon so oft und so lange krank gewesen sei, dem Arbeitsmarkt uneingeschränkt zur Verfügung zu stehen. Da wusste sie, dass man mit dem Geld auch das Bürgerrecht auf Freizügigkeit verliert. Doch diesmal legte sie keinen Widerspruch ein. Und das beunruhigte sie am meisten, dass sie nicht mehr die Kraft hatte, für ihre Rechte einzutreten. Der Freund fuhr allein, kam nicht zurück, nicht zu ihr. Sie ging unter die nahegelegene Eisenbahnbrücke und schrie es, als ein Zug kam, laut in die kalte Nacht: Das Unerträglichste ist, dass Geld mächtiger ist als Liebe. Nach der Auflösung ihres letzten kleinen Sparguthabens ließ es sich nicht mehr verbergen. Das Abschiedsessen des Sprachkurses zum Semesterende, der Business Lunch mit dem potenziellen Auftraggeber, von dem sie nicht wusste, ob er sie einladen würde, der monatliche Kinoabend mit Kolleginnen und im Sommer die Ausflüge in die Eisdiele mit der Nachbarin. Sie wollte nicht lügen. Aber sich als arm zu offenbaren, kostet Überwindung, erfordert Mut, bedeutet aushalten zu müssen, was darauf folgt. Denn Arme sind wie Aussätzige und werden gemieden. Da sagte sie sich, das Unerträglichste sei die tägliche Entscheidung zwischen der Last der Verstellung und der Ödnis der Vereinsamung. Oder war das Ärgste doch die Sinnlosigkeit fortgesetzter vergeblicher Bemühungen? Hunderte Bewerbungen blieben unbeantwortet, gerade so, als hätte sie niemals geschrieben, gerade so, als gäbe es sie nicht. Und das nun war gespenstisch, dass sie nicht mehr zu existieren schien. Networking sei wichtig, sagten die Freundinnen. Networkst du? Networkst du genug? Du networkst doch hoffentlich. Sie notwirkte. Schrieb an alle VIPs, die sie von früher her kannte, Menschen mit Beziehungen, Menschen, die Türen öffnen konnten. 5 von 10 antworteten nicht. 3 simsten, sie könnten leider nicht helfen. 2 sprachen per Mail ihr Entsetzen darüber aus, dass eine wie sie dort hingeraten sei und versprachen, etwas zu tun, wann immer sich die Gelegenheit dazu ergebe. Wieder verging 1 Jahr. Dass einige, die hätten helfen können, nicht halfen, das war schwer zu verkraften. Beklemmender jedoch war die Erkenntnis, dass ihre Rente nie zum Leben reichen würde. Selbst wenn sie ab sofort voll arbeiten würde, bis zum Renteneintritt nach 45 Berufsjahren, diese Aussichtslosigkeit war atemberaubend. Indes die Freundinnen, kannst du nicht irgendwas anderes machen, beharrten darauf, jetzt kann's nur noch besser werden, es müsse einen Ausweg geben, es gibt immer einen Ausweg. Sie weinte nächtelang. Gewiss, das Erklären und sich rechtfertigen müssen, das strafbewährte Soll von mindestens 4 Bewerbungen pro Monat, das war anstrengend, beschämend und trostlos, aber das Trostloseste war die Verharmlosung der Trostlosigkeit. Nach einem weiteren Jahr, in dem sie kein Theater, keine Oper und kein Kino besucht hatte und auch ihre Musikanlage den Geist aufgegeben hatte, zog BG 344987 Bilanz. Die abfälligen Bemerkungen des Fallmanagers konnte sie mittlerweile gut wegstecken, zumal sie den erzwungenen Arge-Einladungen nur noch mit Begleitschutz nachkam. Routiniert und gelassen verfasste sie Widersprüche und Beschwerden. Es versetzte sie nicht mehr in Wut, dass der Futtersatz für einen Menschen mit 3,98 Euro veranschlagt war, während der Menüetat eines Polizeihundes 6,80 Euro betrug. Das sind die Zahlen von damals. Jetzt sind sie um ein paar Cent höher. Es fiel ihr nicht mehr schwer, auf Orangensaft und Datenschutz zu verzichten, denn Leitungswasser tat es auch und schließlich hatte sie nichts zu verbergen. Auf eine Freizügigkeit, die mangels Geldes ohnehin nur theoretisch war, konnte man pfeifen. Und die Gesundheit war eigentlich auch schon egal. Aber den Verlust von Kultur, den konnte sie nicht verwinden. Und war Kultur nicht auch Nahrung?
Und ist Kultur nicht auch Nahrung? Und war Kultur nicht auch Schönheit? Im Arbeitslosencafé erhielt sie nützliche Informationen und praktische Hilfe, doch angesichts löchriger T-Shirts, abgewetzter Schuhe und ungepflegter Haare fühlte sie sich fremd, einsam, verloren. Ihre vorwurfsvolle, ja nachgerade aggressive Bemerkung bei einem gemeinsamen Essen, zumindest gute Tischsitten seien ja schließlich gratis zu haben, ersetzte sie rasch und schuldbewusst durch die sozialethische Frage, ob andauernde Armut zwangsläufig zur Verwahrlosung führen müsse oder ob es auch würdiges Armsein geben könne. Sie war sich nicht sicher, aber sie wollte sich darin versuchen. Jedenfalls traf der Verlust der Schönheit sie am schmerzlichsten. Nach 3 Jahren in Bezug kam sie sich vor, als sei sie in eine Parallelwelt versetzt worden. Mitunter traf sie noch mit einst altvertrauten Menschen aus der einst vertrauten Welt zusammen. Hin und wieder erhielt sie noch einen Auftrag in jener nun immer fremderen Welt. Und während sie anlässlich einer Auszeichnung, das Preisgeld ging an die Staatskasse, Glückwünsche und Handküsse entgegennahm und an einem Glas Champagner nippte, verhängten die Argen, wohl um das Plan soll, das bundesweite Plan soll von monatlich 99.000 Sanktionen zu erfüllen, eine 60-prozentige Kürzung gegen sie, die zwar nach Beschreiten des Rechtsweges vollumfänglich zurückgenommen werden musste, aber zwischenzeitlich dazu führte, dass sie berufliche Termine absagen musste. Denn wer würde bei einem Auftraggeber um einen Vorschuss für die S-Bahn bitten wollen? Wie eine Freigängerin wanderte sie nun hin und her zwischen einer Welt, die längst keine Heimat mehr für sie war, und einer anderen, die unentrinnbar und doch, als wäre sie nur ihr persönlicher Albtraum, für andere nicht existent zu sein schien. Da empfand sie, diese absurde Wanderung zwischen den Welten sei das Unheimlichste. In Wahrheit aber war das Schlimmste, dass ihr die Worte abhanden kamen. Es geschah so unauffällig, dass sie selbst dessen erst gewahr wurde, als sie schon keine mehr hatte. Aber wann hatte es angefangen, dass die Worte aufgehört hatten? Kurz nachdem sie in die Armutsmühlen geraten war, hatte ihr jemand gesagt: Es wundert mich aber schon, dass bei deiner vielen Arbeit so wenig herausgekommen ist. Und sie hatte geantwortet: Ja, tatsächlich, das wundert mich auch. Da hatte sie also noch Worte gehabt. Auch als sie der Härte der Neugesetze und ihrer grausamen Umsetzung gewahr wurde, war sie nicht müde geworden, in langen Mails oder Leserbriefen aus der Parallelwelt zu berichten, so wie in Märchen von einer verborgenen Schreckenskammer erzählt wird, die jemand zufällig betreten hat. Tausende von schwangeren Frauen werden auf null gekürzt. Was? Also davon habe ich aber nichts gelesen, weil es medial verschwiegen wird. Das ist doch eine Ente. Nein, es ist wahr. Und wer auf null gekürzt wird, ist auch nicht mehr krankenversichert. Das kann ich nicht glauben. Ein Politiker plant die elektronische Fußfessel für Langzeitarbeitslose. Ach komm! Ein Volkswirtschaftsprofessor hat vorgeschlagen, Mittellose sollten ihre Organe verkaufen. Na ja, aber es wird doch schließlich nicht umgesetzt. Was macht dich so sicher? Naja, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Erschrickt niemand darüber, dass jemand diesen Gedanken hat? Bei einer Vollsanktion bekommt man gar nichts mehr. Das ist Mord auf Raten. Naja, also, wenn jemand gegen die Regeln verstößt, wir haben wieder Zwangsarbeit in Deutschland. Wieso sieht niemand das Offensichtliche? Wieso schreit niemand auf? Also nee, weißt du, also solche Vergleiche, also das ist jetzt aber schon wirklich weit hergeholt. Also das ist gefährlich. Inwiefern? Also, sag schon. Also, das kann man überhaupt nicht, also im Internet steht, das ist keine Zwangsarbeit. Das ist nur Arbeitszwang. Zwangsarbeit ist bei uns gar nicht erlaubt. Nun wusste sie, wie das damals hatte passieren können. Nämlich so.
Sie sprach nicht mehr über Geschichte und Politik. Doch auch jenseits davon, auch höchst privat, bewegte sie sich auf dünnem Eis. Schon eine Geburtstagseinladung ließ es brechen. Du, keine Geschenke, bitte. Wir kennen ja deine Situation. Wir freuen uns, wenn du kommst. Komm einfach. Und bring doch den Nachtisch mit. Es reicht schon. Kauf einfach nur ein Dutzend Krapfen. Was sollte sie sagen? Du, ich kann leider gar nicht kommen. Ich lieg echt mit Magenverstimmung im Bett. Oder im Sprachkurs, ermäßigt. Diskussion. Is shopping stress for you? Was sollte sie sagen? Oh no, not at all. Shopping is infinite jest for me. Oder Nachbarin vom Nebenhaus, ahnungslos. Und wo geht's bei Ihnen hin im nächsten Urlaub? Was sollte sie sagen? Ach, ich mache am liebsten Urlaub auf Balkonien. Oder die nette Kollegin. Kommst du am Freitag mal wieder mit ins Kino? Was sollte sie sagen? Und manchmal ging es dann freundlich noch weiter und wurde noch enger. Du, wenn dir das lieber ist, können wir auch in die Sauna gehen. Was sollte sie sagen? Oh, also Sauna vertrage ich auch in letzter Zeit gar nicht mehr. Weiß auch nicht warum. Was sollte sie sagen? Sollte sie sagen, ich habe kein Geld? Ich habe kein Geld. Ehrlich. Nein, ich meine nicht, ich habe nichts mehr in der Tasche und muss erst zur Bank. Ich meine, ich habe kein Geld. Keinen Shopping-Schotter, keine Reiserücklagen, keine Piepen für Wellness, keine Kohle für Kino, keine Knete für Krapfen, keinen Moos für den Cappuccino im Café, keine Zaster für eine halbe im Biergarten, keine Mäuse für Sprachkurs und Restaurantbesuche, keinen Cent für Druckerpatronen, keinen Euro für Mitbringsel, keine Kröten für Blumen und keinen Schein für einen Christbaum, denn auch der dafür vorgesehene mickrige Betrag wurde gestrichen. Für Bildung gesteht man mir, jetzt kommen die neuen Zahlen, 1,61 zu im Monat, Euro. Die für Freizeit, Kultur, Unterhaltung inklusive Schreibwaren gewährten 43,51 gehen zur einen Hälfte für die Schreibwaren drauf, zur anderen für Haftpflicht, Hausrat und Unfallversicherung. Der Eckregelsatz relevante Betrag von 11,65 Euro für Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen fließt an Gewerkschaft und Mieterverein. Die für Nahverkehr erlaubten 40 Euro reichen bei weitem nicht aus und müssen mit dem Satz Bekleidung und Schuhe 37 Euro aufgestockt werden. Und den Elendsetat für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke von 5,15 Euro pro Tag kann ich nicht ausschöpfen, weil ich Medikamente kaufen muss. Und so gehe ich zur Tafel, weil das bisschen Scheißgeld selbst für Lebensmittel nicht reicht. Versteht ihr? Versteht ihr denn nicht? Versteht das denn niemand? Versteht denn niemand irgendwas? Ich habe verdammt nochmal kein Geld! Sollte sie das alles sagen? Nein, das konnte sie nicht sagen. Sie wusste, dass wer nicht dort war, sich das nicht vorstellen konnte. Sie wusste, dass wer noch nicht dort war, sich das auch gar nicht vorstellen wollte, geschweige denn glauben. Also, was sollte sie sagen? Andererseits, wie kann man schweigen, wenn man etwas gefragt wird? So fing sie an, Menschen zu meiden, die ihr hätten Fragen stellen können. So fing sie an, Menschen zu meiden. Und dann, also wann, das war nicht genau auszumachen, jedenfalls im Laufe der Zeit, nicht eines Tages, es war eher so, oder besser gesagt, es ergab sich so, dass man sie seltener, nicht selten, aber doch nicht mehr ganz so oft wie zuvor besuchte. Und telefonisch war sie leider meist so schwer zu erreichen. Naja, und so kam es. So wurde das ganz unauffällig, nach und nach, unbeobachtet, unbemerkt, allmählich, langsam, immer mehr. Und jetzt kommen wir zu Arm und Reich vor 8.
Das einkommensschwächste Fünftel der Menschen in Deutschland hat heute inflationsbereinigt nicht mehr, sondern zum Teil weniger Einkommen als vor 20 Jahren. So sind zwar die Löhne und Einkommen in den letzten Jahren ordentlich gestiegen, gleichzeitig sind aber die Mieten und die Wohnkosten in vielen Städten regelrecht explodiert, sodass dort zahlreiche Menschen mit geringem Einkommen heute weniger Geld für das tägliche Leben übrig haben als noch vor ein paar Jahren. So lauten Aussagen vom DIW, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Das Bremer Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe e.V. meldet, in den 12 Monaten von Mai 2020 bis April 2021 wurden von der Bundesagentur für Arbeit 22,424 Milliarden Euro für das beitragsfinanzierte Arbeitslosengeld ausgegeben. In den 12 Monaten nach Mai 2020 bis April 2021 stiegen die jährlichen Ausgaben für das beitragsfinanzierte Arbeitslosengeld SGB III um 6,717 Milliarden Euro, also um 42,8%. Eine im März veröffentlichte Studie der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf, UKE, ergibt jetzt, dass in der zweiten Corona-Welle fast jedes dritte Kind zwischen 7 und 17 Jahren psychische Auffälligkeiten zeigt. Vor der Krise war es nur jedes fünfte. Die Rede ist von ausgelaugten und sozial isolierten Jugendlichen, bei denen wachsende Ängste, Depressionen, Essstörungen oder Suizidgedanken zunehmen. Hinzu kommen Eltern, die in ihrer Mehrfachrolle an ihre Grenzen stoßen. Die Deutsche Psychotherapeutenvereinigung hat im Februar einen Anstieg der Anfragen in den Praxen um 40% zum Vorjahr ermittelt. Viele Experten gehen davon aus, dass die wahren Folgen der Pandemie erst mit Verzögerung kommen werden. Die Deutsche Ärzteschaft fordert in einem Beschlussprotokoll der Deutschen Bundesärztekammer von der deutschen Politik, die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe dürften Familien nur mit geimpften Kindern zurückerlangen. Die Nürnberger Nachrichten berichteten, Umarmungen trotz Corona-Auflagen, 1.350 € Strafe für Hartz-IV-Empfänger. Weil er zur falschen Zeit am falschen Ort Freunde umarmt hat, verurteilt das Nürnberger Amtsgericht einen Hartz-IV-Empfänger zu 1.350 € Strafe. Und jetzt macht euch einfach einen schönen Abend.